Wie gewohnt reicht es uns natürlich nicht, dass wir schon die ersten Anbauteile dran haben, weil es fehlen natürlich noch unsere Frästeile. Diesmal gegenüber unserem Golf Air Projekt haben wir die auch in Waagefarbe lackiert. Da tun wir euch unter anderem auch noch einen Link mit reinsetzen, wo ihr seht, wie man sowas fachgerecht lackiert und vor allem, was für ein geringer Aufwand das ist. Ansonsten von der Montage her komplett easy, wie sonst auch. Entweder wird es verklebt, was jetzt hier im hinteren Bereich der Fall ist, und Seitenschweller und Front wird dementsprechend vernietet. Da muss ich nicht groß was verzählen, deswegen schaut man einfach über die Schultern, wie ich das montiere, und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Schon sind wir fertig und wie geil sieht das bitte aus. War eine super Idee und das hätte man beim Golf eigentlich auch machen sollen, das farblich unterteilen, weil das jetzt richtig schön hervorsticht. Also rumherum, geiler Look, kann ich euch bloß empfehlen, macht es genauso, dann in Waagefarbe oder je nachdem mit einer Kontrastfarbe. Und wie gesagt, Montage easy going, also haben wir im Handumdrehen nochmal einen richtig geilen Look erzielt. Und dann war es das auch schon mit dem Video. In diesem Sinne, dranbleiben, wir sind noch nicht fertig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!